Herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2. Ja, hier wieder in Jergen. Oder soll ich sagen Wergen? Ach Mann, wir müssen Jorvet Glückspilz finden. Ja, Glückspilz ist jetzt hier in dem Fall gemeint derjenige, der Glücksspieler ist. Und dieser befindet sich hier irgendwo. Doch die Frage ist, wo? Das wird ein Spaß. Ein Hund ist hier auch. Ich zum ersten Mal. Ihr wisst ja, wir sind hier neu in der Stadt. In der Anderlingen-Heimat, kann man schon fast sagen. Ich habe gehört, die Spitze von Jorvets Spieß hast du. Das stimmt. Ich könnte sie gebrauchen. Vergiss es. Das ist eine Trophäe, für die ich den zähesten Kerl besiegen musste. Dafür gelte ich manchen als Held. Was habt ihr gespielt? Würfelpoker. Früher habe ich auch viel gewürfelt. Ist das eine Herausforderung? Erwarte keine Sonderbehandlung. Ich habe vor, dich richtig zu rupfen. Und kein Fluch wird daran was ändern. Lass uns loslegen. Oh mein Gott. Ja, und ich muss ja zugeben, das kann ich gar nicht gut. Für die Leute, die sich fragen. Mann, dass das jetzt auch noch so passieren müsste. Komm, wir beten mal 5. Ich hoffe, das ist okay so. Na, Gegner hat 5 erhöht, okay. Akzeptieren wir mal. So, und jetzt schmeißen wir mal. Wir müssen nämlich dieselben Symbole haben. Und was haben wir? Okay. Wir können auf jeden Fall nochmal würfeln. Dann nehmen wir einmal den Würfel und den Würfel. Zack. Aber wir haben ja jetzt hier zweimal dieselben. Okay, und er hat wieder erhöht und wir machen wieder 5. Der Gegner hat um 8 erhöht. Okay, akzeptieren wir. Komm schon, bitte. Oh, Backe. Du hast verloren. Shit. Ah, Mist. Das ist natürlich mies jetzt. Du hast verloren, Hexer. Genau wie dieser... Wie hieß er? Blaskovic. Wer ist denn das? Der hat auch einen magischen Spieß gesucht oder sowas. Ah, egal, ist lange her. Wenn du mir noch ein paar Urens da lassen willst, nur zu. Bin stets für dich da. Komm schon, wir müssen es irgendwie versuchen. Shit, wo hab ich denn jetzt... Gott. Oh, wir haben sogar Glück. Schaut mal, wir haben 3 gleiche. Wie geil ist das denn bitte? Okay, und nochmal. Vielleicht schaffen wir es. 5 gleiche wäre ja übertrieben gut. Und los. Jawohl. 4 gleiche. Alter Falter. Du hast gewonnen. 20 plus. Sehr gut. Du spielst wie ein Schlitzohr. Aber versprochen ist versprochen. Die Spießspitze ist dein. Danke, Skalen. Wie ich höre, hast du noch mehr interessanten Kram, den ich gewinnen kann. Es würde sich was finden. Wie geil ist das denn bitte? Der Spieß der Vorsehung. Den haben wir ja gesucht. Und wen wollte ich jetzt eigentlich suchen? Wir müssen jetzt natürlich einmal unsere Quest hier begutachten, bevor wir hier gleich weitermachen. Nämlich jetzt. Okay, Verschwörungstheorie. Heiliger Bimbam. Okay, die Gelegenheit kam. Geralt wurde nach Wergen geschickt, um die Spitze des Spießes zu beschaffen, die angeblich Jorvet besaß. Mit Deadwalls Hilfe erreichte der Hexer die andere Seite des Nebels und suchte dort nach Spitze und Standarte. Ja, die beiden haben wir ja jetzt. In Wergen traf Geralt auf Japin, Sigrin und Skalen Burdon, die ihm von der Katakombe im Wald erzählten. Irgendwo in den Grabstiefen... Was? In den Grabestiefen schlummerte die Standarte des grauen Fähnleins. Der Hexer machte sich also in den Wald auf, um die Grabkammer zu finden. Ja, das haben wir ja eigentlich gemacht, oder nicht? Einen Moment, wir müssen das natürlich alles mal hier auf der Karte begutachten. Okay. Und da sind wir wieder zurück. Ich habe hier einen kleinen Schnitt gezogen und nebenbei, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir haben ja unseren Spieß bekommen und dann habe ich noch ein paar Würfelspiele extra gespielt. Und dann habe ich hier diese schönen Waffen bekommen, nicht, dass ich es gleich hier wieder vergesse. Einmal Prinzessin Xentias Schwert, 31 bis 35 Damage und so weiter und so fort. Und dann noch ein verblutetes, beziehungsweise ein blutiges Silberschwert bekommen. Bluten plus 50%, also ein ziemlich gutes Stück. Und das macht auch deutlich mehr Schaden als unser vorheriges Schwert. Und jetzt bin ich in den Wäldern von Wergen. Und dort vorne geht es wohl weiter. Was ist denn da unten bitte? Oh mein Gott. Ach Mann. Ich sehe es schon kommen. Ach du Scheiße, Banditen. Shit. Was machen Banditen denn hier?
Ist das eine Falle? Oh Gott. Aber der war ja schwach. Und das Schwert ist ziemlich geil. OMG. Das kann was werden. Wartet mal, wir plündern den eben kurz. Eine Drahtschnur. Nee, brauchen wir nicht. Dann schauen wir mal, was in den Ruinen so ist. Und Raben sind hier auch. Ein Grab. Was ist das nur hier für ein Ort wieder? Ach, bestimmt gibt's hier wieder richtige Monster. Ich ziehe am besten mal mein Silberschwert. Das sieht hier nicht so gut aus. Und schon gar nicht frisch. Ach du Scheiße. Ich könnte mir vorstellen, dass hier wieder Harpien oder so sind. Die hatten wir ja in der letzten Folge, soweit ich weiß. Oh, Backe. Soll ich runtergehen? Ja, ich muss wohl runtergehen. Hier gibt's keinen Weg. Ach du Scheiße. Hey, die Wand sieht so aus, als hätte ich die... Als könnte ich die kaputt machen. Komm, versuchen wir es mal. Shit, geht nicht. Einen Moment. Ich glaube, das war das Art. Das haben wir auch in The Witcher 1 kennengelernt. Jawohl, es geht sogar kaputt. Wie geil ist das denn bitte? Oh Gott. Shit. Was ist das denn? Eine Erscheinung. Hat eure Mutter nicht geboren? Okay, das sind Erscheinungen. Oh Gott. Na gut, Erscheinungen sind blöd. Na ganz toll. Dreckige Viecher. Kasper der Geist. Oh mein Gott. Na, jetzt kann ich schön auf die Suche gehen. Das wird ein Erlebnis hier. Oh mein Gott. Graf Dracula, bist du hier? Hätte ja klappen können. Oh nö. Shit. Ah, die Erscheinungen stören auf jeden Fall. Und nochmal. Und du auch. Mal kurz die Wand hier wieder kaputt machen und dann nichts wie durch. Wer bist du? Und was willst du hier? Geralt von Riva, vom Grauen Feenlein. Und wer bist du? Eckhart Hennessy, Fähnrich des Grauen Feenleins. Der besten Einheit, die Kettwin jemals hatte. Oh mein Gott. Okay. Ich würde mal sagen, er soll auf jeden Fall mal kämpfen gegen uns. Fahr dahin, wo du herkommst, windige Kreatur. Oh mein Gott. Geist der Standarte. Genau, das brauche ich hier nämlich. Gott. Wir sind gut, wir sind gut. Wegen unserem Silberschwert. Wie geil war das denn jetzt bitte? Nimm die Standarte des grauen Fanlines aus dem Sarkophag. Stopp mal, der hat bestimmt ein geiles Schwert, oder? Warte, warte, warte. Ich will dich transferieren. Da ist erstmal die Standarte. Symbol des Todes. So, und jetzt möchte ich den noch transferieren. Geht das nicht? Oh mein Gott, bitte. Sag mir, dass ich ihn transferieren kann. Leiche? Nein, was haben wir getan? Shit, das wollte ich jetzt nicht machen. Und noch eine Erscheinung, das hat ja noch gefehlt. Ja, ich glaube, das geht, weil man vielleicht gute... Items hier irgendwie finden kann. Deswegen konnte man das, glaube ich, irgendwie dort begutachten, transferieren. Schade. Gibt's halt eben nichts mehr. Da, dann würde ich mal sagen, direkt zurück. Du hast alle Gegenstände beschafft. Gepenselt die Spießspitze. Nichts wie los. Ja, wir müssen den ganzen Weg zurück. Und Jorvet haben wir leider auch noch nicht gesehen. Das ist ja der Anführer der Skoyatel, kann man sagen. Und der müsste sich normalerweise hier im Lager... der Skoyatel, also der Anderlinge, irgendwie befinden. Aber leider haben wir den noch gar nicht gesehen. Und da frage ich mich gerade ernsthaft, wo steckt der? Der hat ja ein Glücksspiel eigentlich verloren. Gegen den Zwerg. Und diesen Zwerg haben wir halt eben ziemlich ausgenistet, kann man sagen. Übelst ausgemetzelt. So, erstmal nochmal kurz die Map drücken hier, nicht, dass wir falsch laufen. Das will ich ja jetzt auch nicht, weil das stört mega. Ich sag's euch, Freunde. Das stört. Okay, ich muss den ganzen Weg dann wieder zurück. Hier dann, denke ich mal... Okay. Hey, ist hier noch ein Bandit. Ach du Scheiße. Ihr lernt es wohl nie.
Okay, ich gehe die andere Richtung. Tschüssi. Die wollen es wirklich wissen. Aber wohin führt der Weg überhaupt? Ich habe das gar nicht richtig gesehen. Ich kann doch nicht von hier... Ah, ich verstehe. Ich kann hier oben lang und dann hier durch, möglicherweise. Das könnte klappen. Sollen wir es versuchen? Kommt, wir versuchen es mal. Wir müssen es tun. Falls das dieser Weg ist. Ach du Scheiße. Was wollen die denn hier, die Banditen? Aha, die wollen mich ausnisten, schaffen die aber nicht. Oh, Damage machen die aber auch. Die haben ein bisschen zugelegt. Heimlich trainiert. Bankdrücken bestimmt oder so. Das war's schon. Ihr Luschen. Ja, Banditen haben es hier gar nicht drauf. Okay. Dann kann ich auch nochmal kurz auf Feuer wechseln hier, weil Feuer macht auf jeden Fall viel, viel mehr Damage, finde ich. Und finde ich ehrlich gesagt sehr praktisch eigentlich Feuer, weil dann verbrennen die ein bisschen. Och nö, Harpien, oder? Ja, shit. Gut, Harpien wollte ich jetzt nicht gegen mich haben. Kann man jetzt hier durch eigentlich? Versuchen wir es mal. Nee, geht nicht, schade. Wir müssen außen herum. Shit, geht das überhaupt? Ich versuch's mal. Ach nein, ne? Das geht nicht jetzt, oder? Scheiße aber auch. So ein Scheibenkleister, ja, ganz toll. Was ist hier? Kann man hier oben lang? Sag ja, komm schon. Hey, man kann oben lang. Bitte. Shit. Ich glaube, das geht nicht. Nee, geht nicht, schade. Aber cooler Ausblick. Und die Harpien kommen jetzt auch. Komm, die killen wir noch eben. Okay, der nächste bitte. Verbrenne. Kreatur aus dem Schatten. Und du auch nochmal. Bam. Richtig gut. Erfahrungspunkte sind nie schlecht. Aber woher wusste ich eigentlich, dass das der falsche Weg ist? Weil ich glaube, wir müssen erstmal wieder über das Feld dann wieder zurück. Also anderen Weg gibt es eigentlich nicht so. Nochmal M drücken, nicht, dass wir hier falsch laufen. Ich hoffe, das ist richtig. Nee, sieht sogar falsch aus wieder. Wir müssen hier links lang jetzt. Hier irgendwie links, genau. Und dann müssen wir irgendwie schon dann nach Wergen angekommen sein. Und von Bergen aus natürlich durch die Felder. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Extra-Quests noch, dann können wir die ja auch noch machen. Und ich finde es eigentlich ganz cool, also das ist hier schon... Also von den Elfen jetzt her und von den Zwergen, die haben schon eigentlich eine schöne Stätte. Nur dass das hier ein bisschen sehr trist ist, also hier sollten die auf jeden Fall ein bisschen mehr anbauen, vielleicht. Wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Aber die haben ja ganz genug eigentlich andere Probleme. Vor allem auch mit der politischen Lage dort. Ihr wisst das ja, dass dort Elfen und Zwerge rassistisch wirklich, ja, so sehr misshandelt werden. Also da gibt's nichts anderes außer rassistische Sprüche von der Menschenseite, leider. Ja, und die Elfen glauben halt wirklich ernsthaft, dass die Menschen nichts wert wären. Kann ich irgendwie auch verstehen, dass man dann irgendwann so eine Attitüde hat, also... Regelrecht auch nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Würde ich bestimmt auch sagen, wenn ich in so einer Situation wäre. Okay, altes Tor. Wir kommen immer näher und dann nichts wie zurück. Und wir sind hier auch nicht willkommen. Die wollen nicht, dass wir hier irgendwie unser Unwesen irgendwie treiben. Hey, da kann ich sogar mit jemandem sprechen. Wer ist das denn? Mit ihm vielleicht? Mit Skalen? Mal sehen, um was man dich noch so erleichtern kann. Ha, versuch's doch! Ach shit, ich wollte jetzt gar nicht spielen. Egal, komm, wir spielen nochmal eins. Und, was habe ich gewürfelt? Cool. Geht eigentlich, aber wir müssen erstmal die Würfel hier nehmen und dann zack, wieder würfeln. Ihr wisst ja, wir müssen so viele Paare wie möglich bekommen. Der Gegner hat um eins erhöht, was geht denn bei ihm ab? Und? Shit. Er hat bestimmt gewonnen. Ja, er hat gewonnen. Schade.
gewonnen! Mist, ich wollte jetzt gar nicht... Oh, Mano. Jetzt habe ich mich verklickt. Jetzt spielen wir nochmal. Egal, das geht ja eigentlich ganz schnell. Komm. Was nehmen wir denn jetzt hier? Oh, Mann. Okay, stopp. Wofür entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns mal für das Sternchen. Der Spieler überlegt. So, nochmal. Dein Mitspieler gibt auf? Was soll das denn heißen? Scheiß mit Reis. Verloren! Was habe ich denn diesmal ergattert? Den Mantel eines Zehnschaftsführers des Grauen Fähnleins. Hat echten Sammlerwert. Woher hast du dieses ganze Zeug? Bin halt ein guter Würfler. Nur gegen dich nicht. Mit dir spiele ich nicht nochmal. Nun sei doch nicht eingeschnappt. Bin ich gar nicht. Ich spiele trotzdem nicht mehr mit dir. Mantel des Grauen Fähnleins. Wie geil ist das denn bitte? Komm, schauen wir uns das mal kurz an. Questgegenstand. Okay. Stopp mal. Nee, wir haben ja jetzt gar nichts bekommen, oder? Heiliger. Wir haben doch gar nichts bekommen. Also ich sehe jetzt hier gerade nichts. Überhaupt nichts. Shit, war das etwa... Egal. Komm, wir machen weiter. Wird schon irgendwie eine wichtige Rolle sein. Und meines Wissens nach war das jetzt ein Questgegenstand, aber ob das stimmt, ist ja auch nochmal eine andere Sache. Aber jetzt erstmal zurück. Wieder über die Felder. Und Van den Rosch haben wir leider auch gar nicht gesehen. Das muss ich auch mal sagen. Normalerweise wollte er uns eigentlich helfen. Eigentlich. Das ist eigentlich ein bisschen auch merkwürdig. Ich finde die Geschichte irgendwie ganz interessant eigentlich, also... Die Charaktere zumindest, wie die miteinander harmonieren, wie die sich mittlerweile auch eigentlich verstehen. Und das zeigt halt natürlich auch so ein bisschen die wirkliche politische Lage vom Spiel. Also es ist nicht immer so, wie viele eigentlich denken. Es ist schon eine ganz ernste Sache. Und Geralt will es eigentlich auch für jeden recht machen. Aber das schafft er nicht. Das schafft er leider oft nicht. Das Medaillon wirkt noch. Ich bin zu alt für sowas. Das Medaillon wirkt noch, ganz genau. Nichts wie zurück. Schnell durch. Ich glaube, wir müssen... Wo lang müssen wir nochmal? Ich glaube, hier entlang hinten. Ich glaube es. Komm schon. Irgendwo muss der Weg sein. Ah, ich hab's hier. Dann nichts wie los. König Henselt. Der wahre Rassist eigentlich. Meiner Meinung nach. Und das ist wohl, von wo wir gekommen sind. Und jetzt müssen wir hier lang. Krass, ey. Sieht echt aus wie ein Weg von Herr der Ringe. Aber das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich. Was zum Teufel? Endlich bist du da. Wir sind von Nilfgaardern angegriffen worden. Wie kam denn das? Die standen da rum und starrten in den Nebel, warteten offenbar auf etwas. Ich ging mit ein paar Männern hin, um sie anzureden. Wes sollte uns Deckung geben? Ich frag sie freundlich, was sie so in den Nebel gaffen, ob sie vielleicht auf den Kaiser warten. Nichts, keine Antwort. Gesichter bleich vor Wut. Sie knurren nur irgendwas in ihrer hässlichen Sprache. Da kommt plötzlich eine Frau aus dem Nebel. Wunderschön, aber halbtot. Sie wankt, fällt hin, lässt einen kleinen Gegenstand los. Eine Statue aus Nephrit, nicht größer als eine Männerhand. Wenn es nicht ausgeschlossen wäre, würde ich sagen, dass die Statue aussah wie Triss. Dass Triss in eine Statue verwandelt worden ist. Das ist nicht ausgeschlossen, sondern Artefaktenkompression. Wo ist die Statue? Keine Ahnung. Die Frau schrie die Soldaten an, dann gingen die Schwarzen auf uns los. Und sie lief mit der Statue auf unser Lager zu. Ich gehe nachsehen. Wir kommen mit. Aufbruch! Oh Gott. Such im Lager der Nilfgaarder nach Triss. Ja, Triss Merigold, unsere Geliebte, kann man schon sagen. Unsere wunderschöne Frau und die Männer hat sie richtig erwischt. Einer nach dem anderen. Na, Hitman war hier aber nicht. Normalerweise tötet Geralt die ganzen Soldaten so. Heiliger Bimbam.
Und das Bordell? Was ist mit dem Bordell da hinten? Ja, die Nutten leben noch, ne? Klar, logisch. Die braucht man ja noch. Oh, Backe. Na los, Männer, durch. Das kann was werden. Gut, dass Vernon Roche da ist. Über den haben wir ja gerade schon geredet. Wo bist du? Oh mein Gott. Okay, jetzt ist Ruhe. Jetzt seid mal still da, ihr Besoffenen. Suche im Lager der Nilfgaarder nach Triss. Heiliger. Ein Boot. Zu spät. Ist Percival bereit für die Überfahrt? Das schon, aber sie lassen uns nicht ziehen. Wir sind Bestandteil von Hänsels Plan. Hänselt ist mir egal. Schillert hält Triss gefangen. Ich muss ihr helfen. Das geht jetzt nicht. Sie lassen uns nicht ablegen, solange du den Fluch nicht aufgehoben hast. Und zu Fuß haben wir gleich keine Chance. Wenn sie sie tot wollten, hätten sie sie längst umgebracht. Außerdem wissen wir, wo Schillard hin ist. Nach Lokmuin, Hexer. Die Herrscher und Zauberer treffen sich in Lokmuin, um über das Schicksal der Welt zu beraten. Da findest du auch Triss. Ich verspreche es dir. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge von Let's Play The Witcher 2 bei König Hänselt. Oh, weia, 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 weia. Triss, Mann, Triss. Oh Mann, das ist schon heftig jetzt hier. Naja, wir sehen uns nächstes Mal.